Einen wunderschönen guten Morgen. Hoppla, jetzt seid ihr erschrocken. Der Bart ist ab und das Gesicht ist auch zur Hälfte weg. Wir fahren jetzt zum Coach. Da gibt es jetzt nochmal einen Formcheck, einen Tag vorm Wettkampf. Und dann gehen wir mal zur Expo und laufen da einmal durch, schauen uns den Wettkampf an. Wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß und los geht's. Yeah, we'll try. See what it looks like. Yeah. Good quality, Mike. Squeezing your boots now for me. Quarter. Squeeze his boots. Face the front. Very good. That's spread. Make sure you squeeze through your pecs now. Squeeze those pecs as hard as you can. Relax. And again, squeeze through your pecs. Side chest. Good. Keep that glutes engaged now. Okay. Do it over bicep. Face the front, abs and thigh. Lock your thigh up. Crap. It's okay. Most muscular. Very good, Mike. How does he look to you compared to the last show? I told him, I guess like today looks better than show day. Yeah? Das hört sich doch schon mal gar nicht so schlecht an. Coach war zufrieden, oder? Coach was happy? Yeah. Dann bin ich auch happy. Gesagt, die notwendigen Veränderungen haben wir jetzt gemacht. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das auf morgen auf die Bühne bringen. Und jetzt kommen wir zu einem anderen lustigen Teil, und zwar der Expo. Show me your arm, Pendejo. Wow. Anabolic light. It's anabolic light, you know? Ziemlich stabil das Ding hier, Alter. Sieht zwar schick aus, komm hier aber niemals wieder rein oder raus. Rein komm ich aber raus. Ich sowieso nicht. Crazy. Oh, you got your band? Yep. Show me this. Oh yeah.
Silver VIP. Very important person. Very important person. Impotent. Impotent person? Impotent person. Die haben wirklich ein Bild vom Kopftuch, ein Bild im Kopftuch genommen. Unglaublich, ne? Ja. Geil. Und da gehen wir jetzt rein. Daddy begleitet mich jetzt zurück ins Apartment. Da gibt es dann in einer Stunde endlich was zu essen. Ich habe nämlich schon arg Hunger. Und dann rasieren wir mich mal das erste Mal trocken. Dann wird richtig rasiert nass und dann wird Farbe gemacht und dann geht's los. Und ich versuche mal ein bisschen in der Zwischenzeit meine Füße hochzulegen. So. Mahlzeit ist drin. Coach hat gesagt, jetzt gibt's noch mal. Oh, da kommt der Fisch. Geil. Gesagt, ich darf noch mal 3 Reiswaffeln on top essen. Gibt's jetzt mit 25 Gramm Nut Butter, Almond Butter und ein bisschen Salz. So. Guten Appetit. Oh, so glücklich war ich schon lange nicht mehr. 3 ganze Reiswaffeln mit Nussbutter. Geil. Und du, Daddy, bist fleißig am Kochen. Ajo, versöhnt zuerst einmal seinen Spargel und seinen Fisch und der Fall Beef. Oh, sehr gut. Morgen ist soweit. Ja, klar. Weil schon bis Kasen, ah ja, so ein 4 Wochen Fliege machen und dann war ich in Mexiko und jetzt ist morgen, ist schon der große Tag. Geht voll schnell, ne? Ist unglaublich.